Ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part Pokémon Let's Go Pikachu. Ich bin der Train92 und wir haben letztes Mal vor Safronia City halt, Prismania City halt gemacht. Wir waren noch im Pokémon Center drin. Wir gehen jetzt rein und erkunden Prismania City, gehen aber trotzdem zuerst nochmal ins Pokémon Center. Wir wollen uns noch mit den Leuten unterhalten, was ich im letzten Part nicht mehr gemacht habe. Dann legen wir mal los. Wenn ich ein Pokémon hätte, würde ich mich sofort zum Pokémon-Weg aufmachen. Ja, denke ich doch hin. Ach nee, du hast ja kein Pokémon. Die Pokeflöte erzeugt einen besonderen Ton, den Menschen nicht hören können. Deshalb kann man mit ihr auch schlafende Pokémon aufwecken. Der Ton schreckt sie auf. Sehr gut. Tihihi, Madame Prismania grüßt dich, junge Dame. Ich bin diejenige, welche dir einen Blick auf zukünftige Begegnungen gewähren kann. Welches Wesen werden diejenigen besitzen, mit denen das Schicksal dich zusammenführt? Für exakt 10.000 Pokédollar kann ich in deine Zukunft sehen und es dir verraten. Hast du Interesse? Zeig mir die Tür. Wir sehen uns wieder, wenn das Schicksal dich erneut zu mir führt. Das ist die Tussi, mit der wir das Wesen bestimmen können. Wird später bei Shiny Hunts, die wir machen werden, nachdem ich das Spiel fertig habe im Let's Play, nützlich werden. So, gucken wir weiter. Siehst du die Frau dort hinten in der Ecke? Die mit dem Abraham-Schlepptau? Viele Leute munkeln, dass sie eine unglaublich talentierte Wahrsagerin sein soll. Sehr gut. Oho, du siehst aus, als hättest du gerade ein ganz fantastisches Abenteuer hinter dir. Das inspiriert mich. Ja, ich sehe sie vor mir. Die bombastischen neuen Attacken, die ich deinem Partner jetzt beibringen kann. Soll ich deinem Pikachu eine meiner fantastischen Attacken beibringen? Jo, mach mal hin. Schwebesturz? Was ist denn Schwebesturz? Ja, bitte. Zeig mal her. Eine Flugattacke für Pikachu. 90% Stärke, aber dafür 95% Genauigkeit nur. Ja. Britzelturbo hat nur 50% Stärke. Aber ist eine Prio und crittet auch relativ oft. Was ist mit Durchbruch? Nee, ich mach Britzelturbo weg. Wir haben schon zwei gute Elektroattacken. Dann haben wir sogar noch eine Flugattacke mit Pikachu. Es ist wichtig, einen guten Draht zu seinem Pokémon zu haben. Achte darauf, dass ihr stets fantastisch miteinander auskommt. Ja, werden wir. Ich bin aus Alola hergekommen, um so viele der hier in Kanto heimischen Sandern zu sammeln wie möglich. Du hast nicht zufällig eins? Falls ja, würdest du es dann gegen meinen Sandern tauschen? Ja, na klar. Dann kriegen wir Alola-Sandern. Nice. Natürlich tauschen. Du überlässt mir also dieses Pokémon? Super, damit steht das Tauschgeschäft. Tschüss, Sandern. Hab dich eh nie benutzt. Jetzt kriegen wir Alola-Sandern. Nice. Ja, werde ich. Danke für den tollen Tausch. Im Unterschied zu ihren Artgenossen aus Kanto gehören Sandern in ihrer Alola-Form übrigens dem Typ Eis an. Sehr gut, damit hätten wir das Pokémon Center hinter uns. Jetzt erkunden wir ein bisschen die Stadt, aber holen uns vorher was. Ich hoffe, wir können uns da schon holen. So, aber erstmal gehen wir hinter dem Pokémon Center lang. Hier war ja noch was. Ein Nugget, sehr schön. So, es ist schon geil, mit Akani rumzulaufen, oder? Was sagt ihr, Leute? Und noch ein Sonderbonbon. Sehr cool. So, was finden wir hier dann noch? Hier geht's in das Haus rein, wie damals in alten Editionen. Ob wir hier auch ein Pokémon kriegen, wie in Blau, Rot und Gelb? Fragezeichen. Wir werden es herausfinden. Das ist ein Fall für Detective Conan. So, wir sind ganz oben. Oha. Es steht zwar auch draußen auf dem Schild, aber es gibt nichts, was ich nicht weiß. Ich weiß zum Beispiel, dass in jeder Nintendo Switch-Konsole eine eigene kleine Welt existiert. Also los, verbinde dich mit deinen Freunden und tausche mit ihm Pokémon, was das Zeug hält. Oh, krass, wir kriegen hier Knuddel, Alter. Ha, nice.
Auf der Tafel stehen Informationen zu den Kommunikationsfunktionen. Willst du sie lesen? Nö. Was steht in dem Buch? 60 TMs, danke. Sehr gut. Hier hat man, glaube ich, vorher ein Evoli gekriegt, aber das wurde wohl ausgetauscht, weil du kannst Evoli jetzt, fangen. Tatsache. So, aber um Evoli kümmern wir uns später. Wir wollen noch weiter die Stadt erkunden. Weil Prismania City hat viel zu offenbaren. Gerade das Einkaufszentrum wird die pure Hölle, mit allen Leuten da zu reden. Aber was tut man nicht alles für euch, Leute? Latsch nicht andauernd vor mir rum, oder willst du dich mit Team Rocket anlegen? Ja, nein. Quappo ist mein bester Freund. Es hat sich aus einem Kapuzzi entwickelt, als ich einen Wasserstein auf es angewendet habe. Oh, da ist Rocco. Oh, hallo, was für ein Zufall. Was ich hier mache, fragst du? Ich bin gerade auf dem Rückweg von der Arena von Prismania City, ja genau. Als Arenaleiter lege ich nämlich großen Wert darauf, mich mit meinen Kollegen auszutauschen, weißt du? So bin ich eben, ein Profi durch und durch. Leider sehen das meine Kollegen nicht alle so. Diesmal bin ich zumindest eiskalt abgeblitzt. Diese Marmoria-Cracker waren als Mitbringsel gedacht. Hier, du kannst sie haben. Du wolltest doch nur die Arenaleiterin anbezirzen, Rocco, man kennt's ja. Wenn ich Marmoria-Cracker knabbere, kriege ich immer einen ganz trockenen Hals. Trink daher am besten ein schönes Tässchen Tee dazu. Oh, verflixt, ich wollte doch eine Tasse für den Wachmann aufheben. Er sah so durstig aus. Naja, das lässt sich nicht ändern. Jedenfalls scheinst du auf deiner Reise schon ein paar Arenen abgeklappert zu haben. Das lobe ich mir, immer weiter so. Jetzt können wir auch nach Saffronia City, aber da gehen wir noch lange nicht hin. So, wir holen uns jetzt erstmal was, bevor wir hier weiter mit den Leuten reden. Wenn wir schon... Oh Gott, wir brauchen jetzt die Po. Alles klar, das können wir vergessen. Mein Smogon ist der beste Partner, den man sich vorstellen kann. Wenn es wütend wird, spuckt es giftiges Gas aus, aber ansonsten ist es total lieb. Ich verkaufe einige meiner handgemachten Pokémon-Accessoires oben im 5. Stock. Das Einkaufscenter, schau ruhig mal vorbei. Ja, dann machen wir jetzt das Einkaufscenter und das wird die pure Hölle werden. Ich habe eigentlich keine Einkäufe zu erledigen, aber ich treffe hier immer meine Freunde. Ja, okay, danke. Danke für diese Non-Information. Herzlich willkommen im Einkaufscenter von Prismania City. Auf dem Schild hinten an der Wand findest du eine Übersicht zu den einzelnen Stockwerken. Gut. In einem Einkaufscenter eine Sitzgelegenheit zu finden, ist manchmal das Beste auf der Welt. Wenn du in mein Alter kommst, wirst du verstehen, was ich meine. So alt bist du doch noch gar nicht, Alter. Du, kaufst du mir ein paar Accessoires von meinem Pokémon? Bitte. Aber das vierte Obergeschoss ist so weit oben. Wollen wir nicht einfach wieder gehen? Ey, hier ist ein Aufzug, Kollege. Kundeninformation, erstes Obergeschoss, Erdgeschoss, erstes Obergeschoss, Trainerabteilung, zweites Obergeschoss, Videospiele, drittes Obergeschoss, Geschenkartikel, viertes Obergeschoss, Accessoires, Dachterrasse, Getränkeautomaten. Exklusives Interview mit der Arenaleiterin von Prismania City. Herausforderer bezwinge ich auch im Schlaf. Ja, das werden wir sehen, wenn ich da bin. dann darfst du dich nämlich erstmal mit meinem Arcani rumschlagen. So, wir brauchen den Aufzug aber nicht. Wir gehen zu Fuß hoch. Oh, Nastrainerin. Hast du schon mal die Stahlattacke Eisenschweif eingesetzt? Bei Pokémon vom Typ Fegestein oder Eis soll sie ganz besonders einschlagen. Ich habe leider Eisenschweif nicht, aber vielleicht können wir es gleich kaufen. Wow, hier gibt es jede Menge starke und nützliche TMs. Ich will nie wieder weg. Mit etwas Glück verpasst die Attacke Triplette dem Ziel ein Statusproblem. Das Gefühl, wenn es klappt, ist einfach unbeschreiblich. Da gucken wir uns doch erstmal um, was es hier überhaupt für TMs gibt. Gut, das ist ja normal. Die haben Hyperheiler. Wie oft habe ich Hyper? 52, okay. Beleber habe ich nur 14. Vom Beleber müsste ich unbedingt noch mehr kaufen, aber im Moment brauchen wir das Geld dringender für was anderes. Lockparfüm. Wie viele habe ich? 20 reicht auch erstmal. Sonst brauchen wir hier nichts. Gut, und hier? Hier können wir TMs kaufen. Nice. Wow. Wow. Wir nehmen auf jeden... Oh, krass, Alter. Wir nehmen auf jeden Fall einmal Eisenschweif mit.
So, jetzt müssen wir aber erstmal wieder was verkaufen. Wir haben zum Glück ein Nugget gekriegt. Gut, dass wir... Oh, wir haben sogar 3 Nuggets. Das ist natürlich richtig gut. Und noch eine Perle. Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, was macht man zum Beispiel mit Pikachus Geschenken wie eine Glanzkugel oder... was habe ich noch so von Pikachu gekriegt? Wenn ihr das natürlich... Nur natürlich, wenn ihr das wisst, wie die Glanzkugel... Ich weiß jetzt nicht, wo Pikachus anderen Geschenke sind. Ach nee, die kann man gar nicht verkaufen, die anderen Geschenke. Weil ich habe noch andere Geschenke gekriegt und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Warte mal, ich zeig sie euch mal. Vielleicht weiß das einer von euch. Ich habe es nicht gefunden, auch im Internet, als ich gegoogelt habe, nicht. Wie zum Beispiel den Blattbrief oder Glanzkugel oder solche Geschichten. Das, was man halt von Pikachu manchmal geschenkt kriegt. Schreibt sie mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Würde mich mal interessieren, was man damit macht. So, wir gehen erstmal hoch, weil die TMs sind schweineteuer. Dafür müssen wir ein paar Mal wohl die Pokémon-Liga machen. So, aber so weit sind wir im LP noch nicht und wir werden sie eh nur einmal sehen. Oh, eine Nintendo Switch. Geiler Typ. Und hier haben die beiden Jungs auch eine. Cool. Mein Kumpel tauscht sein Kangama gegen meinen Alpollo. Ich kann es kaum erwarten. Komm zu mir, mein kleines Alpollo. Ich bin Alpollo-Sammler, weißt du? Deshalb will ich Huch. Das Alpollo hat sich beim Tausch zu einem anderen Pokémon entwickelt. Ja, zu Gengar nämlich, mein Kleiner. Alter, hier sind überall Nintendo Switches. Das ist eine Nintendo Switch-Konsole. Alle Pokémon, die du dir selber gefangen hast, haben eine und dieselbe ID-Nummer. Pokémon mit einer anderen ID-Nummer hast du also ziemlich sicher per Tausch bekommen. Das ist wohl wahr. Hier ist ein PC. Ein Puzzlespiel, das ist bestimmt fesselnd. Das ist eine Nintendo Switch-Konsole. Sogar der Doc ist dabei. Das ist richtig cool. Ich muss ganz dringend auf Toilette, doch hier kommt schon wieder ein Kunde. Und der neue Kollege, der mich ablösen sollte, kommt auch noch zu spät. Ah, so hilft mir doch jemand. Reicht mir denn niemand die Hand? Und in diesem Sinne... Rechte Hand, cool. Die TM3 enthält die Attacke rechte Hand. Sie erhöht die Stärke der Attacken eines Mitstreiters. Geil, da haben wir gleich mal was gekriegt. Das ist cool. Läuft irgendwas im Fernsehen? Ein Rollenspiel, aber du hast leider keine Zeit zum Spielen. Naja, eigentlich hätte ich schon Zeit, aber... Das müssen wir wohl ausfallen lassen. So. Es gibt Pokémon, die sich entwickeln, wenn du einen Entwicklungsstein auf sie anwendest. Sieht so aus, als würde dein Pikachu lieber so bleiben, wie es ist. Pikachu mag sich wohl nicht entwickeln. Ich suche ein Geschenk für meine Freundin. Wenn ich ihr einen Wasserstein gebe, entwickelt sie sich vielleicht. Guter Typ. Angeblich existieren irgendwo auf der Welt sogenannte Megasteine, die es ziemlich in sich haben. Aber hier gibt es leider keine zu kaufen. Ne, hier sind nur Entwicklungssteine und wir brauchen auch keine. Ich versuche nachher nur, wenn wir Surfer haben, uns unser letztes Teammitglied zu holen, nämlich einen Fleckmon. Accessoires können wir hier kaufen, das war der Laden. Hier werden wir auch gleich mal vorbeischauen, aber reden wir erstmal mit den Leuten. Ach, diese Accessoires für Pokémon sind einfach alle so unglaublich reizend. Am liebsten würde ich sie ja alle selbst tragen. Diese Dicta-Hüte sind schon ziemlich eigentümliche Accessoires. Aber wenn die wer tragen kann, dann ich. Du wirst schon sehen. Modemagazin, ich komme. Wer als Gentleman etwas auf sich hält, achtet darauf, dass seine Pokémon anständig aussehen. Das verlangt schon die Etikette. Ja, sehr schön. Gucken wir mal. Herzlich willkommen, womit kann ich... Dicta-Hut. Och, der kostet nur 50. Sehr nice. Damit hätten wir ja was. Sommerhut, eleganter Hut, süßer Hut. Oh, die sind aber teuer. Spezielles. Krönchen. Alter. Wow. Bändchen. Selbst die sind alle... Wenigstens konnte ich einen Dicta-Hut kaufen. Spangen, was hätten wir hier? Matrosenspange, Safari-Spange, weiße Spange. Das ist aber schon mal gut zu wissen, wie viel Geld ich hier noch verdienen darf. Oh, Brillen. Sonnenbrillen. Kaufen wir mal die dunkle Sonnenbrille und dann ziehen wir die Pikachu gleich mal an. So, dann lasst uns das doch mal testen. Das muss ich mir jetzt mal angucken. Outfit für Pika wählen. Brillen. Nice. Pikachu trägt jetzt eine dunkle Sonnenbrille. Pikachu sieht aus wie ein Agent. Warte mal, Moment. Frage, können wir uns selbst das auch anziehen?
Nee, leider nicht. Bei uns selbst geht das nicht, geht nur für Pikachu. Aber das sieht doch schon mal nice aus. So, dann gehen wir nochmal hoch. Oh, Pikachu rastet aus. Pika starrt neugierig den Getränkeautomaten an. Klar, Limonade. Du gibst Pika eine Dose Limonade. Pika scheint vom milden Geschmack der Limonade hingerissen zu sein. Cool. Keine Ahnung, was die Taubsis hier wollen. Einem Wanderer wie mir liegt es einfach im Blut, hohe Orte zu erklimmen. Selbst wenn es sich dabei um ein Einkaufscenter handelt. Meine Schwester ist ein Pokémon-Trainer. Trotzdem kann sie ein unglaublicher Quälgeist sein. Das macht mich manchmal ganz verrückt. Ich hab Durst. Ich will jetzt sofort was aus dem Getränkeautomaten haben. Ja, warte, ich hol dir was. Tafelwasser. Nein. Ja. Tafelwasser. Cool, Tafelwasser. Das tat gut. Dankeschön. Dafür schenke ich dir auch etwas ganz Tolles. Lichtschild. Nice. Mit der TM6 kannst du einem Pokémon die Attacke Lichtschild beibringen. Wenn sie es einsetzt, erleidet es weniger Schaden durch Spezialattacken. Wir kaufen mal alles und gucken mal, was sie uns für den Rest noch gibt. Nein. Gucken wir mal. So. Ja, möchte ich. Ja. Sprudel. Cool, Sprudel. Das war lecker. Dankeschön. Dafür schenke ich dir auch etwas ganz Tolles. Reflektor. Nice. Mit der TM9 kannst du einem Pokémon die Attacke Reflektor beibringen. Wenn es sie einsetzt, erleidet es weniger Schaden durch physische Attacken. Ja, du kriegst noch was. Wir haben hier extra was gekauft. Limonade. Cool, Limonade. Das war lecker. Dankeschön. Dafür schenke ich dir auch etwas ganz Tolles. Und Schutzschild. Sehr schön. Mit der TM7 kannst du einem Pokémon die Attacke Schutzschild beibringen. Wenn es sie einsetzt, wehrt es gegnerische Attacken ab. So, mehr gibt's nicht. Quatsch, warum gehen wir die Treppen? Wir können auch den Aufzug nehmen. Aber ich glaube, der Aufzug braucht länger, als wenn wir die Treppen gegangen wären. Aber ich finde das cool, dass Nintendo hier die Möglichkeit gegeben hat, den Aufzug zu nutzen. So, aber wie gesagt, Prismania City ist noch nicht... nicht wie gesagt, ich laber Schwachsinn, ich kann nicht reden. Prismania City ist nicht mal die schrecklichste Stadt. Gibt noch eine größere, da kommen wir später auch hin. Hier kommen wir erst mit Surfer lang. Mist, ich habe im Gamer-Paradies schon wieder verloren. Die Highscores dort kann man wohl nur knacken, wenn man sich richtig ins Zeug legt. Ja, bei uns Rocket Gamer Paradies. Spielspaß, Spiel und Spaß für Kind und Erwachsene. Spielhallenfunktion gibt's hier nicht. Leider. Komm schon, los, nur noch ein bisschen. Ah, fast hätte ich's geschafft. Sag mal, Jesse, sollten wir nicht langsam ins Versteck zurückkehren? Was denn? Wir werden doch wohl unsere wohlverdiente Freizeit genießen können. Immerhin haben wir dem Boss vorhin ein astreines Tragosso mitgebracht. Außerdem habe ich schon wieder vergessen, wie die Geheimtür zum Versteck aufgeht. Du musst das Poster untersuchen. Du weißt schon, das Poster mit dem Flugkörper, der so gut zu unserem Namen passt. Da läuft ein Spiel, bei dem man eine Insel mit würfelförmigen Pokémon erkunden kann. Genau das habe ich gemeint. Hier werden wir aber später nochmal reingehen und mit den Leuten reden. Hier müssen wir nämlich sowieso hin. Nur so als kleiner Tipp. Aber das werden wir in diesem Part nicht mehr machen. Weil wir erkunden in diesem Part noch ein bisschen die Stadt, wenn es noch was zu erkunden gibt. Tipps für Trainer mit X-Treffer. Oh Gott. Ja, geh weg, Alter. Braucht kein Mensch. Ja, wir möchten gerne Spaltschnitt einsetzen. Fünf Himbeeren. Nice, sehr gut. Hier sind noch zwei Häuser, da müssen wir noch rein. Ich werde Prismania City versuchen, den Part noch abzuhaken, auf jeden Fall. Die Gegend um das Gamer-Paradies ist zwar ein bisschen unheimlich, im Großen und Ganzen sind wir aber sehr stolz auf unsere schöne Stadt. Da ist doch nichts unheimlich. Oma, ich habe Kohldampf. Schon gut. Na komm, gehen wir etwas essen. Dann gehen wir hier mal rein mit unserem großen Arcani.
Mein Pokémon sind ziemlich schwach, deshalb muss ich im Einkaufscenter immer Medizin für sie kaufen. Dann trainier. Wusstest du, dass es unter dem Gamer-Paradies noch weitere Räume gibt? Habe ich gehört. Oh, ich habe zu viel im Gamer-Paradies gespielt und jetzt zittern meine Hände. Aber ich kann die Finger nicht davon lassen. Dieses Spiel macht einfach zu viel Spaß. Ja, ich würde es auch gerne spielen. Ja, ja, hat Deutschland leider verboten. Danke, Deutschland, ihr Idioten. Wir können es zum Glück in Rot, Blau und Gelb noch spielen. Ich bin scharf auf scharfes Curry. Kann ich mit dem Typen auch reden? Hey, ein unbekanntes Gesicht. Die meisten meiner Kunden sind Stammgäste. Da tut etwas Abwechslung gut, weißt du? Kann ich denn auch was essen? Würde mich mal interessieren. Aber anscheinend nicht. Schade. Sagt mir, wenn es anders ist, Leute. Dann habe ich nämlich irgendwas falsch gemacht. Was starrst du mich so an? Hau ab oder setzt was. Ja, du bist mir echt suspekt, Alter. Weg von dem. Dieses Spiel, bei dem man mit Pokémon durch die Luft sausen kann, ist der absolute Kassenschlager. Die Scheinchen fliegen nur so zum Fenster rein und ich könnte vor Freude in die Luft gehen. Wenn man ein Pokémon als Preis anbieten würde, könnte man bestimmt mehr Leute in das Gamer-Paradies locken. Was? Hey, hast du mich belauscht? Vergiss besser ganz schnell, was ich gesagt habe. Finger weg von dem Poster im Gamer-Paradies. Da ist kein versteckter Schalter oder so. Danke für diese Infos, Jungs. Ihr wisst echt, wie man Sachen geheim hält. Nice. So, nee, noch haben wir hier nicht alles. Was? Pokémon? Dieses Gasthaus ist nur für Menschen gedacht. Leider haben wir momentan kein Zimmer frei. Ich mache hier mit meinem kleinen Bruder und meinem Freund Urlaub. Prismania City ist so eine schöne Stadt. Warum nur? Wir wollten doch eigentlich zu zweit verreisen. Nur meine Freundin und ich. Jai, wir sind im Urlaub. Meine Schwester ist die allerbeste. Ja, und der Freund freut sich nicht, was ich verstehen kann. Garados und Arcani. Zwei geile Bilder. Kann man hier sonst noch irgendwas anreden? Nein, dann gehen wir raus. Keine Zimmer frei. Nicht mal für mein cooles Agenten-Pikachu. Das ist eine pure Frechheit. So, und dann gehen wir mal hier lang. Ah. Hä? Kommt man von hier aus gar nicht in die Arena? Nein, kommt man nicht. In die Arena kommst du nur von hier aus. Diesen Strauch könnte man wegräumen. Das wollen wir auch tun. Das Wesen meines Pummeluff ist hart. Sein Angriff steigt schneller an und sein Spezialangriff langsamer. Mit Duplex-Hieb kann es gar nicht verlieren. Das wollen wir mal sehen. Was sagt der denn? Diese Arena ist toll. Die ist voller starker Trainer. Ich glaube nicht, dass du deswegen da reinguckst. Das ist nämlich eine Frauenarena. Nur so als Tipp. Du alter Perversling. Pokémon-Arena von Prismania City. Arena-Leiterin Erika. Die Prinzessin mit dem grünen Daumen. Wie gesagt, die Arena, ich guck mal, ob wir die im nächsten Part machen. Ich will aber, geh jetzt aber schon mal rein. Ich will wissen, was für eine Voraussetzung da ist. So, dann kriegen wir schon mal einen Blick auf die Arena. So, du willst also unsere Arena-Leiterin Erika herausfordern? Dann solltest du wissen, dass wir nur Trainer mit niedlichen Pokémon in die Arena von Prismania City lassen. Lass mich doch mal sehen, ob du eins hast. Wir lehnen erstmal ab. Kein niedliches Pokémon, keine Arena für dich. Edge Badge. So, wir haben ein niedliches Pokémon, nämlich Pikachu. Aber die Arena machen wir, wie gesagt, entweder im nächsten oder nach Team Rocket. Ich habe mich noch nicht entschieden, was wir zuerst machen. So, ich glaube, damit haben wir alles. Da muss ich mich ja jetzt wohl entscheiden. Das macht den Satz vorhin überflüssig. Ich denke aber mal, wir machen zuerst Team Rocket, um noch ein bisschen Training abzukassieren. Auf geht's ins Rocket-Paradies. Dürfen jetzt aber trotzdem nochmal mit allen Leuten reden. Hast du nichts Besseres zu tun, als hier deine Zeit zu verplempern? Bevor du hier nur rumstehst, solltest du lieber die Arena von Prismania City besuchen. Die Arenaleiterin Erika mag zwar auf den ersten Blick zurückhaltend erscheinen, in Wahrheit hat sie es aber ganz schön in sich. Sie pflegt eine besondere Verbindung zu ihrem Pflanzen-Pokémon, was sie zu einer sehr gefährlichen Gegnerin macht. Ja, für meinen Arcani wahrscheinlich nicht, aber was soll's. Hier im Gamer-Paradies sieht man ab und zu etwas zwielichtige Gesellen. Ich frage mich, wer die sind und was sie wollen. Hihi, mein süßes kleines Stern, du schaut Leute gern beim Spielen zu. Sehr gut.
Ich liebe es, dieses Spiel, bei dem man mit einem Pokémon durch die Luft fliegt. Aber im echten Leben einfach abheben zu können, wäre noch viel cooler. Guter Typ. Videospiele sind das perfekte Training für die Reflexe. Ja, nice. Verpiss dich, Alter. Puh, ich mache eine kurze Pause. Beim Videospielen sollte man grundsätzlich öfter mal ein Päuschen einlegen. Hohoho, ich habe meinen eigenen Eisgur geknackt. So kann das gern jeden Tag laufen. So, dann reden wir nochmal mit dem Typen hier. Uns sind die Spielmünzen ausgegangen. Übrigens, könntest du es bitte unterlassen, die Wände zu untersuchen? Das gehört sich einfach nicht. Mein Job ist es, dieses Poster zu bewachen. Wer sich mit mir anlegen will, der wird's bereuen. So. Wenigstens kriegen wir noch einen Kampf in diesen Part reingedrückt. Ein Radikal. Du willst es echt mit meinem Arcani aufnehmen, oder? Knirscher. Wow, Radikal ist ganz schön stark. Aber seine Death sinkt, das ist nice. Er kann auch Knirscher. Dieser Bastard. Gut, dass wir hier vorher nochmal reingehen. Nice. Oh Mann, das gibt Ärger. Wenn das so weitergeht, flieg doch noch auf, wo wir vom Team Rocket unser Versteck haben. Ich muss dringend mit dem Boss reden. Oh, hinter dem Poster ist ein versteckter Schalter. Du entschließt dich, ihn zu betätigen. Klick. Du hörst von irgendwo in der Nähe ein lautes Geräusch. Hä? Ein Flugkörper, der zu unserem Namen passt? Ich verstehe nur Bahnhof. Mann, du hast echt eine lange Leitung. Also gut, ich gebe dir noch einen Tipp. Der Name des Flugkörpers reimt sich auf Pakete. Also, meint der Spaß Rakete. Du Huan, Alter. Geil, ich habe einfach ein Bonbon gefunden. Stimmt, hier gibt's ja noch Items. Die können wir nochmal suchen. Hier, irgendwo ist ein Item. Ha, eine Nanabeere. Sehr schön. Jetzt verschwenden wir noch Zeit, hier Items zu suchen. Ein Energiebonbon. Sehr gut. Ich würde hier mal gerne wertvolleres Zeug finden, aber Pikachu denkt sich gerade so, ah, nur Billigzeug. Ein Mentalbonbon plus. Noch eine Nanabeere. Diese Items resetten sich übrigens jeden Tag. Ihr könnt hier jeden Tag hin und Sachen sammeln. Nur so als Tipp. Hier sind auch noch Getränkeautomaten. Nee. So, dann. Ja, würde ich sagen, Leute, wir machen hier vor Schluss. Dann werden wir im nächsten Park Rockets Versteck angehen. Das drücken wir auch in ein Part rein. Dann haben wir einen schönen Abschluss. Wir haben Prismania City komplett erkundet und am Ende noch einen Kampf reingekriegt. Hoffentlich ist der Part für euch nicht zu langweilig, aber das gehört dazu. Ich bedanke mich auf jeden Fall hier bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss! Vielen Dank für das Zuschauen bei Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, was ich noch besser machen könnte und welche Projekte ich sonst noch spielen soll. Wollt ihr noch mehr von Pokémon Let's Go Pikachu sehen, dann drückt doch auf die Playlists. Wenn ihr noch mehr von mir oder MikroXC sehen wollt, dann drückt doch auf den Vergiss nicht mich zu abonnieren Button, damit ihr nichts mehr verpasst. Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Part wieder. Tschüss!